Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zur 11. Folge der Serie Auf Rille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, ich bin richtig am Arsch, total müde, hab noch eine Mittelohrentzündung und sehe aus wie so eine türkische Bergziege mit meinem Bart. Konnte mich gar nicht rasieren, keine Zeit gehabt. Auf jeden Fall werden wir heute weiter zocken mit unserem südamerikanischen Team, Ronaldinho, Gaucho und so weiter. Und ich habe euch in der letzten Folge versprochen gehabt, dass wir auf jeden Fall 5 Packs noch öffnen werden, weil wir haben das letzte Spiel ja 2-1 gewonnen, haben uns fürs Viertelfinale qualifiziert. Ja, jetzt werden wir am Anfang auf jeden Fall die 5 Packs öffnen und ich dachte mir mal, erzählen wir hier ein bisschen was über die Gamescom. Also dieses Jahr, das war bisher das beste Gamescom ja überhaupt von mir, beziehungsweise auch von Stefan. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, alleine Samstag das Abonnententreffen. Da sind einfach über 200 bis 300 Leute erschienen, wollten Fotos, Autogramme haben und das war einfach nur richtig geil. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, diesen Tag. Das war einfach sowas von genial gewesen, wie ihr alle da gekommen seid, Fotos wollte, mit euch gelabert hat und so weiter. Im ersten Pack einfach nur scheiße. Lee Song Dong Kong in nochmal. Ja, scheiße, er ist zwar Südamerikaner, aber kann nix. Also wie gesagt, Freunde, dieses Jahr das Abonnententreffen, das war echt das Highlight der Gamescom. Und da kamen sogar ein paar Abonnenten und haben uns was geschenkt. Der eine hat uns hier diese richtig geile Sonnenbrille geschenkt, die zieh ich mal an. Also der wird das Video wahrscheinlich jetzt aussehen. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber auf jeden Fall Dankeschön für die Sonnenbrille, die ist richtig chillig. Ey, guckt euch die mal an. Guck mal, Bamba wieder guckt. Was ist das denn hier? Was ist denn das hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Freunde! Das gibt's nicht. Wir haben Bernard gezogen. 5-Sterne-Skiller. Genial. Fängt ja schon mal wieder super genial an. Ja, was ist denn los mit dir? Baby, muchas caramba. Oh, hoffentlich habe ich das nicht abgelegt. Nee, habe ich nicht. Ja, dann haben wir noch von einem Abonnenten hier ein weiteres Geschenk bekommen. Das ist nämlich hier so ein Oger oder sowas hier. Guckt euch das mal an. Irgendwie so eine Figur. Und auf jeden Fall steht hinten seine Nummer drauf. Spaß, Freunde. Auf jeden Fall hat er seine Nummer drauf geschrieben. Ich glaube, der wollte gegen uns mal spielen. Ja, oh, den muss ich später mal auf jeden Fall mal bei WhatsApp anschreiben oder so. So, jetzt öffnen wir auch schon direkt unser drittes Pack. Ja, also wie gesagt, dieses Abonnententreffen dieses Jahr war einfach nur sowas von genial gewesen. Ich habe mir noch ein paar weitere Notizen aufgeschrieben. Wir waren ja am Samstag noch auf der Bühne gewesen, haben gegen den Sepp von Pete mitgespielt. 2 gegen 2, Stefan und ich gegen den Sepp und einem aus dem Zuschauerblock. Boah, Reus gezogen, Alter, was ist denn? Ey. Freunde, ziehen wir nur geile Sachen, ey. Fängt ja schon mal super geil an hier. Also wie gesagt, wir haben 2 gegen 2 auf der GameStar-Bühne gespielt in Halle 10.1. Da waren auch über 150 Leute gewesen und haben uns angefeuert und so weiter. Aber da kannten uns leider noch nicht so viele. Da kam der Sepp rein, alle so, und dann bei uns, ja, aber die nächste Jahr wird das, denke ich, auf jeden Fall noch geiler werden. Ja, in diesem Pack leider wieder nur Scheiße drin. Aber auf jeden Fall, das Ergebnis habe ich schon verraten gehabt, aber ich werde es nicht sagen, weil das Video wird auf jeden Fall noch auf unserem Kanal kommen, wie wir auf der GameStar-Bühne gegen die gespielt haben. Das wurde alles aufgenommen von unserem GameStar-Netzwerk. Ja, dann gab es noch, was gibt es noch Schönes zu erzählen von der Gamescom, Freunde? Ja, wir mussten leider gestern das FIFA 15-Video rausnehmen, weil einer hat uns von EA angeschrieben, dass wir das doch nicht dürfen. Dann haben wir das rausgenommen, also es gab auch keinen Strike oder Ärger oder sonst was. Ja, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, das ist bisher die beste Gamescom überhaupt. Also todesgeil war das einfach. Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal im Namen von Stefan richtig vom ganzen Herzen bei euch allen bedanken für dieses, für das geile Abonnententreffen. Also ich hätte niemals gerechnet, dass so viele kommen. Ich habe wirklich gedacht, da kommen jetzt so, ja, 50, 60 Leute. Aber da kamen einfach 300 Leute und die standen alle um uns. Alle haben geguckt, was ist denn hier los? Wer ist das? Also einfach nur sprachlos. Man hat sich fast wie so ein Promi gefühlt, könnte man sagen. Also wie gesagt, einfach nur großes Dankeschön nochmal, Freunde. Ja, dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, das war's eigentlich, soweit ich aufgeschrieben habe. Also war, wie gesagt, ein richtig geiles Games, war eine richtig geile Gamescom. Dann, was ich noch sagen wollte, wir haben ja richtig viel aufgenommen. So ein Kollege von uns, der Dennis, der Chillout, der dieses Ramos erfunden hat, der hat mit seiner richtig geilen Digitalkamera... Oh, Sanchez! Dirty Sanchez! Ja, Benteke haben wir noch hier drin, die alte Theke. Ja, auf jeden Fall wird es noch... jetzt Mittwoch oder am Freitag spätestens ein Follow Me Around oder Follow Us Around, was weiß ich, wie wir das nennen werden, auf jeden Fall mit einem Video zur Gamescom kommen. Wir haben ja richtig viel aufgenommen, vom Abo-Treffen bis hin zum Shisha-Rauchen bei uns oder bis wohin zum Vapiano, wir waren da noch essen gewesen und sowas. Also das haben wir alles schön aufgenommen mit einer richtig genialen Kamera. Da wird auf jeden Fall noch so ein Follow Me Around oder Vlog kommen. Keine Sorge, also es wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, boah, Freunde, ich bin sowas von im Arsch, hab ja noch eine Mittelohrentzündung gehabt, ich musste während der Gamescom Antibiotikum schlucken und was weiß ich, musste ich noch schlucken, okay, das hätte ich jetzt lieber nicht sagen sollen. Scheiße, so, das war auf jeden Fall unser letztes Pack,
wir können auf jeden Fall gleich Bernard in unser Team einbauen. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns doch gleich direkt wieder, wenn wir ins Viertelfinale starten. Heute gibt es das Viertelfinale zu sehen und das Halbfinale. Und ich hoffe dann, dass wir soweit kommen werden und dann in der nächsten Folge das große Finale. Alles klar, Freunde, bis gleich. Und da haben wir auch schon direkt unseren Viertelfinalgegner gefunden mit den Belgien-Trikots. Jetzt werden wir uns auch gleich mal direkt sein Team anschauen. Also wie gesagt, Freunde, Bernard werden wir auf jeden Fall einwechseln in das Spiel, weil auf der Position spielt Ronaldinho und den können wir einfach nicht ersetzen, die geile Legende. Boah, der Gegner hat ein geiles Team, Klose im Sturm. Was ist das denn? Ist das Pogba im Sturm, Junge? Der ist ja richtig auf Rille, der Typ. Ja, Freunde, würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich direkt ins Spiel. Ab geht die Post, Viertelfinale, ab geht's. Oh, Klose! Oh mein Gott, was ein Kracher. Jetzt Ronaldinho, Maggie Spin, Scoop-Türen, Ronaldinho schießt drauf. Was war das denn? Oh, oh, Klose, Klose! Fuck, Mann, der Gegner mit dem 1:0. Alter, das kann nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Der Keeper, Glanzparade! Scheiße, Freunde. Ey, hoffentlich werden wir nicht abgeschlachtet. 2:0 für den Gegner, direkt. 2:0. Jetzt haben wir hier Cavani am Ball. Schussfinte. Edinson Cavani setzt sich durch. Macht das 2:1 vor der Halbzeit. Cavani. Golasso. Gol. 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 Golasso. Gol. 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 Golasso. Cavani nimmt sich auseinander. Edinson, die alte Holunder, setzt sich hier klasse durch mit der Schussfinte. Zieht an allen vorbei und hämmert das Ding in rechts rein. Es steht nur noch 1:2 hier. Ist klar. Ist klar. Ist klar wie Kloßbrühe. Was ist das? Was ist denn hier los? Richtiges Kuddelmuddel. Hashtag Arrulle oder was? Lichtsteiner. Lichtsteiner. Der leuchtet mit dem Licht. Badumts. Jetzt Ronaldinho. Komm, Junge, setz dich durch. Ronaldinho, setz dich durch. Ronaldinho. 2:2 vor der Halbzeit. Da sag ich, ich bin auf Rille. Amore mio. 2:2 vor der Halbzeit. Wie wichtig war das denn? Ey, Freunde, ich sag's euch, das ist so eine Umstellung auf einmal von FIFA 15 wieder auf FIFA 14. Ich habe ja auf der Gamescom circa 20 Spiele oder so gemacht und das ist jetzt so eine Umstellung, weil da merkt man echt schon, FIFA 15 läuft viel flüssiger, die Bewegungen sind besser. Aber FIFA 14 macht natürlich auch Bock. Jetzt haben wir hier Cavani. Cavani. Cavani, du Zuchani, Alter. Komm jetzt hier. Martinez schießt. Scharmutter. Abu Scharmutter. Schieß drauf, du alte Holunderbrühe, ey. Guck euch jetzt an, der Teufelsdreier hier. Cavani. Ronaldinho, Martinez. Und wir schicken jetzt hier oben Martinez perfekt in die Lücke. Der Gegner kommt, kriegt hier einen Berberspin oder Hacke zu Hacke. Jetzt Martinez immer noch am Ball. Zack, haut hier erstmal den Chop raus. Der Gegner kommt, zack, Berger, up, Schabuta. Fuck, was mache ich denn jetzt, Freunde? Wir gehen einfach vorbei, ihr Scoop-Turn. Rabona fällt, komm noch her, der Gegner. Oh mein Gott, geh durch, geh durch, geh durch. Oh mein Gott, Alter, alle auseinandergenommen. 3:2, Martinez. Habt ihr das gesehen, Freunde? Haben uns da perfekt durchgeskillt und das 3:2 geschossen. Martinez, Junge. Nein, Abu Scharmuta. Nein, Klose, Mann. Macht ihr das 3:3 in letzter Sekunde, ey. Es kann nicht wahr sein. Ja, Freunde, das Spiel geht 3:3 aus. Das heißt, wir müssen in die Verlängerung. Jetzt müssen wir nochmal alles geben. Ansonsten sind wir raus. Los geht's. Cavani, zack, auf Martinez. Wieder hier Cavani am Ball. Scheiße, ist das hier eng beim Gegner. Egal. Oh mein Gott, Cavani. Nein, Alter. Wir haben den so geil vernascht. Herzklopfen, bitte. Ronaldinho. Nimmt ihr den Anlauf. Ronaldinho! Jetzt Caceres! Was? Abseits! Leck mich doch am Arsch, Alter! Nein, das glaube ich jetzt nicht. Hier! Cavani, jetzt laufen! Bernard, Bernard! Junge, deine erste Aktion im ganzen Spiel und du machst das! Nein! Das kann nicht wahr sein! Das war deine erste Aktion! Und es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Nein, Elfmeter, Freunde, geil, Alter, Elfmeter! Der Controller vibriert. Ronaldinho, alles liegt in seiner Hand. Alles liegt an diesem entscheidenden Elfmeterpunkt. Ronaldinho nimmt jetzt den Anlauf. Ronaldinho! Golasso! 4:4, kurz vor der ersten Halbzeit der Verlängerung. Ronaldinho mit dem bombastischen Elfmeter knallt das Ding links oben in die Ecke. Ronaldinho! Wir wechseln jetzt nochmal Alexandre Pato und Muriel ein, die zwei Hoffnungsträger für die zweite Halbzeit. Komm, jetzt schick ihr mal den frischen Muriel die Meerjungfrau. Zack, da geh mit den Übersteigern vorbei. Muriel, Muriel, oh mein Gott, was ist denn los mit dem? Wir gehen nach innen, Cuadrado, schick jetzt oben. Guck mal, ganz oben durch jetzt hier, Martinez. Martinez, nein, ja, der ist drin. Ja, der ist drin, Alter.
5 zu 4, 118. Minute, Martinez mit dem Kopfballtreffer hier, oder wer war's, Freunde? Ich glaub's nicht, Alter, Muriel, unser Joker, macht das Ding in hier, 5 zu 4. Sieg, Freunde, Sieg, Alter, wir haben das Spiel 5 zu 4 gewonnen, was eine dramatische Partie. Ey, Alter, das war einfach nur richtig genial, dieses Spiel, 5 zu 4, wie knapp war das denn? Fast wär's noch ins Elfmeterschießen gegangen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von der Folge, weil wir haben jetzt schon gleich 19 Uhr und ich muss dann noch das Video schneiden, hochladen. Da wollte ich noch auf unserem Zweitkanal Gaming TV heute noch Outlast bringen. Das wird alles zu knapp, wenn ich noch ein zweites Spiel mache. Also bitte seid mir nicht böse. Dafür wird dann im nächsten Spiel hoffentlich das Halbfinale und das Finale kommen, wenn wir es soweit schaffen sollten. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich ziehe jetzt nochmal die geile Brille von unserem Abonnenten an, die er uns geschenkt hat. Ey, die ist richtig geil auf jeden Fall. Korrekt, Digga, nochmal danke für die Brille. Ja, Freunde, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön zum Abschluss von Stefan und mir, dass ihr uns so treu unterstützt, dass ihr so treu unsere Videos schaut, dass ihr auf die Gamescom gekommen seid und zum Abonnententreffen und auf die GameStar-Bühne. Also echt richtig korrekt von euch. Ihr seid einfach nur die Besten. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, was ist an dieser Stelle auch von der 11. Folge auf Rille zum Titel. Ich fühle mich auf jeden Fall wieder bei über 11.000 Likes freuen, ja. Über 3.000 Likes freuen, meine Lieben. Ja, dann geht's auf jeden Fall auch die nächste Woche oder so weiter. Und dann in der nächsten Folge müssen wir auch abstimmen, ob wir noch eine weitere WM machen oder nicht. Also ich werde nochmal dafür ein anderes Kontinent, ein bisschen chillen, Rille machen und so. Alles klar, Freunde. Das war's dann jetzt auch. Wie gesagt, ich wünsche über 3000 Likes, Freunde. Und falls ihr noch Münzen, PSN-Cards oder Microsoft-Points braucht, schaut bei unserem Sponsor unten in der Videobeschreibung vorbei. Alles klar, euer Öni ist jetzt raus. Macht's gut. Ich mache jetzt noch ein bisschen Rille. Haut rein und ciao. Puro mio, mio amore.